Herzlich willkommen zu unserem Lobpreisgottesdienst hier am Karfreitag. Wir feiern einen besonderen Gottesdienst, weil wir in einer besonderen Zeit leben. Wir können nicht live hier alle in unserer Begegnungsstätte in Tauscha sein, aber ich begrüße euch ganz herzlich an euren PCs und Fernsehgeräten zu Hause. Schön, dass du jetzt zuschaust. Herzlich willkommen auch alle die, die das erste Mal überhaupt von unserem Werk, von unserer Arbeit hören. Ich lade euch ein, im Anschluss auf unserer Webseite euch zu informieren, wenn euer Interesse dadurch geweckt wird. Ich wünsche mir, dass ihr durch das, was wir sagen, was wir singen oder was wir aus der Bibel hören, dass ihr davon bewegt werdet, dass es euch ermutigt und stärkt. Wir erwarten in diesem Gottesdienst, dass Gott jetzt zu uns redet. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich möchte gern beten. Vater, ich danke dir für dieses Geschenk, dass wir diesen Gottesdienst feiern dürfen. Danke für dieses Vorrecht, dass du uns kennst und uns liebst, dass wir deine Kinder sind. Wir beten, dass du in diesem Gottesdienst zu uns redest und zu uns sprichst, dass du uns dort ermutigst und stärkst, wo wir das brauchen. Und Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du unseren Blick ganz neu auf Jesus lenkst, dass du unseren Blick ganz neu auf das richtest, was wirklich zählt und worauf es auch in dieser Zeit ankommt. Amen. Wir leben in einer ganz besonderen Zeit. Das Hauptthema dieser Zeit ist das Coronavirus.
Es gibt eine Menge Ängste und Verunsicherung, weil wir nicht wissen, wie sich manches entwickelt in den nächsten Tagen und Wochen. Eine Epidemie, die sich um die ganze Erde zieht. Die Bibel redet auch von einer Krankheit, die noch viel schlimmer ist, mit der wir alle infiziert sind. Die Bibel nennt das Sünde. Diese Krankheit führt zum sicheren Tod für uns alle. Aber Gott hat seinen Sohn auf diese Welt geschickt und er ist am Kreuz für uns gestorben. Das ist das, was wir an diesem Tag, Karfreitag, feiern und woran wir besonders denken heute. Durch den Tod von Jesus gibt es für alle Menschen ein Heilmittel. Sein Blut ist das Serum gegen diese Krankheit, die Sünde. Und wer dieses Serum für sich selbst in Anspruch nimmt, der wird geheilt, der wird errettet und der ist erlöst von dieser Krankheit, die für uns alle zum Tod führt. Wir feiern das an diesem Tag in besonderer Weise. Es ist der Sieg über Sünde, Tod und Teufel. Der Sieg über diese weltumspannende Krankheit. Jesus hat dadurch unsere Beziehung zum Vater im Himmel wiederhergestellt. Oft gibt es in unserem Leben noch Dinge, die einfach nicht gut sind und wir dulden sie. Schlechte Angewohnheiten, ungesunde Muster, Sünden, die wir bewusst tun. Es gibt Unvergebenheit in unseren Beziehungen. Und ich will dich heute an diesem Tag besonders ermutigen, solche Dinge auszuräumen. Die Beziehung zu klären, in denen du stehst. Schlechte Gewohnheiten abzulegen. Jesus hat mit seinem Tod am Kreuz die Grundlage dafür gelegt, für ein neues Leben. Er schenkt dir mit dem, was er getan hat, einen Neuanfang. Du kannst neu beginnen, ganz von vorn. Auch dort, wo du schon längst aufgegeben hast für dich selbst und wo du keinen Ausweg mehr siehst. Ich will dich ermutigen, neu ihm zu vertrauen und neue Schritte heute mit Jesus zu gehen. Wir wollen jetzt gemeinsam eine Lobpreis- und Anbetungszeit haben und Gott mit ein paar Liedern ehren. Ich lade euch ein, gemeinsam mit uns zu singen. Vielleicht kommt euch das komisch vor, zu Hause vor euren Geräten zu sitzen und allein mitzusingen. Aber stimmt ein mit euren Stimmen, mit euren Herzen in diese Lieder. Jesus ist es wert, dass wir ihn ehren für das, was er am Kreuz getan hat. Mit dem ersten Lied wollen wir unseren Glauben bekennen. Durch Gott.
Und Jesus, wir ehren dich dafür, dass du freiwillig diese Last am Kreuz auf dich genommen hast. Danke, dass du dir nicht zu schade warst, um unsere Schuld zu tragen, all unseren Dreck. Danke, dass wir jederzeit wieder neu mit dir starten können. Danke, dass du uns kennst und uns lieb hast. Wir beten dich an für deine Treue und dass du ja für uns gestorben bist. Danke für dieses Vorrecht, deine Kinder zu sein. Danke für dieses Geschenk. Wir haben eben jetzt Jesus angebetet und ihm ausgedrückt, was wir für ihn empfinden und was er für uns bedeutet. Und wir wollen jetzt ein Wort aus der Bibel hören und dieses Wort bedenken. Dieses Bibelwort steht im Neuen Testament, im Markus-Evangelium, im Kapitel 15 und ich lese ab Vers 20. Dort heißt es, und sie führten ihn, Jesus, hinaus, dass sie ihn kreuzigten. Und sie zwangen einen, der vorüberging, mit Namen Simon von Kyrene, der vom Feld kam, dem Vater des Alexander und des Rufus, dass er ihm das Kreuz trage. Und sie brachten ihn zu der Stätte Golgatha, das heißt übersetzt Schädelstätte. Und sie gaben ihm Myrrhe in Wein zu trinken, aber Jesus nahm's nicht. Und sie kreuzigten ihn. Und sie teilten seine Kleider und warfen das Los, wer was bekommen sollte. Und es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Und es stand über ihm am Kreuz geschrieben, welche Schuld man ihm gab, nämlich der König der Juden. Und sie kreuzigten mit ihm zwei Räuber, einen zu seiner Rechten und einen zu seiner Linken. Und die vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen, ha, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in 3 Tagen. Hilf dir nun selber und steig herab vom Kreuz. Desgleichen verspotteten ihn auch die hohen Priester untereinander samt den Schriftgelehrten und sprachen, er hat anderen geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der Christus, der König von Israel, so steige er nun vom Kreuz, damit wir sehen und glauben. Und die mit ihm gekreuzigt waren, die schmähten ihn auch. Und zur 6. Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde.
Und zu der 9. Stunde rief Jesus laut: Eli, Eli, lama asabthani. Das heißt übersetzt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und einige, die dabei standen, als sie das hörten, sprachen sie: siehe, er ruft den Elia. Da lief einer und füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sprach: halt, lass sehen, ob Elia kommt und ihm vom Kreuz abnimmt. Aber Jesus schrie laut und starb. Und der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke, von oben an bis unten aus. Der Hauptmann aber, der beim Kreuz dabei stand, ihm gegenüber und das sah, dass er so starb, der sprach: wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Karfreitag. Jesus wird vor den Toren von Jerusalem auf einer Müllkippe auf der Hinrichtungsstätte Golgatha gekreuzigt. Vermutlich haben die meisten Menschen damals nicht begriffen, was dort eigentlich passiert ist. In diesem Text, den ich eben gelesen habe, da ist von verschiedenen Personengruppen und von Personen die Rede und wie sie dort am Kreuz auf Golgatha zugegen waren. Da gibt es die Vorübergehenden, die sich über Jesus lustig machen, die ihn auslachen. Da gibt es die religiösen Führer, die eigentlich wissen müssten, wer dort am Kreuz hing. Die spotten über ihn. Da gibt es die, die mit Jesus zusammen gekreuzigt wurden, die zwei Räuber, wo sich einer der beiden dann später wie zu Jesus bekennt. Das können wir nachlesen in einem anderen Bibeltext. Da gibt es die Unkunden, die irgendwas von Elia reden und meinen, Elia käme. Da gibt es den Simon von Kyrene, der gezwungen wird, das Kreuz zu tragen. Da gibt es die Soldaten, die um die Kleider von Jesus würfeln, die sich absolut nicht darum scheren, wie es diesem Mann am Kreuz geht. Und dann gibt es diesen Hauptmann, der dabei stand am Kreuz. Und er beobachtet, wie Jesus stirbt. Und er spricht: wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Dieser Hauptmann, der legt ein Bekenntnis ab, weil er spürt und erfährt, dass dieser Mann dort am Kreuz wahrlich Gottes Sohn ist. Und die, die ihr heute hier dabei seid bei diesem Lobpreisgottesdienst, ihr habt vermutlich ganz viele von euch schon einmal dieses Bekenntnis ausgesprochen. Ja, Jesus ist der Sohn Gottes. Und wir wollen an diesem Karfreitag, in diesem Gottesdienst, auf das schauen, was Jesus im Herzen hatte. Deswegen habe ich den ersten Punkt genannt: das Herz von Jesus. Jesus wusste, was ihm bevorsteht. Einige Verse weiter vorne im Markus-Evangelium Kapitel 14 wird davon gesprochen, wie Jesus mit Petrus, Jakobus und Johannes zusammen in den Garten Gethsemane ging. Jesus spricht dort, dass ihm Angst und Entsetzen überfielen. Er sagte zu seinen Freunden: ich zerbreche unter dieser Last, die ich zu tragen habe. Bleibt hier und wacht mit mir. Ich habe Angst, ich brauche euren Beistand. Und Jesus, so wird es dort beschrieben, ging ein paar Schritte weiter und betet in dieser schweren Stunde, dass dieses Leid an ihm vorübergeht. Und er betet: Vater, alles ist dir möglich. Lass diesen bitteren Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Aber nicht was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Jesus ist voller Angst in seinem Herzen. Er ist belastet. Er weiß, was ihm bevorsteht. Aber er trifft die Entscheidung, gehorsam in seinem Herzen zu sein gegenüber den Plänen seines Vaters im Himmel. Jesus wusste von den Plänen von Gott. Er, Jesus und auch sein Vater litten damals wie heute unter der Gottvergessenheit in dieser Welt. Sie litten unter der Trennung von ihren Geschöpfen. Und Jesus wusste, dass er der einzige Weg ist, diese Trennung aufzuheben. Dass er dieses vollkommene Opfer ist, um alle Schuld zu tilgen.
Wenn Schuld ist im Leben von Menschen, dann braucht es immer wieder diese Wiedergutmachung. Schuld zieht Strafe nach sich. Und in einem Gerichtsverfahren muss für Wiedergutmachung in irgendeiner Art und Weise gesorgt werden. Als Jesus im Garten Gethsemane war, wusste er darum. Als er dort am Kreuz hing, da wusste er, dass die Menschen, die um ihn herum versammelt sind, nicht wirklich verstehen, was sich dort ereignet. Er fühlt sich nicht verstanden, aber er rechtfertigt sich nicht, er verteidigt sich nicht, er erklärt nicht, er kämpft nicht intellektuell irgendwie um Verständnis und versucht, Argumente zu finden. Er opfert sich. Er leistet Wiedergutmachung für die Schuld aller, auch für meine und deine Schuld. Er stirbt. Es heißt im Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 16, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Er, der unschuldig war in seinem Denken, Fühlen und Handeln, der nimmt alle Schuld auf sich, der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Er kommt wie in eine andere Rolle hinein. Er vollzieht einen Rollentausch vom Unschuldigen zum Schuldigen. Das hätte er nicht tun müssen, aber er tat es, weil sein Herz voller Liebe zu seinen Geschöpfen ist. Karfreitag ist ein Erweis der Liebe von Gott und der Liebe von Jesus zu uns Menschen. Als Jesus am Kreuz hing, rief er aus: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diese ganze Schuld der Menschheit, die auf ihm lag, die führte zu einer Trennung zwischen ihm und Gott, weil Gott und Schuld nicht zusammenpassen. Er war verlassen von seinem Vater, er war wie abgeschnitten. Er erlitt den Zustand der Gottesferne. Wir wissen vermutlich nicht, was das bedeutet hat für ihn. Wir erleben manchmal die Trennung von einem geliebten Menschen und leiden darunter, aber wenn Jesus von seinem geliebten Vater getrennt ist, dann erahnen wir vielleicht, was das für ihn bedeutet hat. Einsamkeit, Verlassenheit, Schmerzen. Das alles hat Jesus in diesem Moment gefühlt. Aber es heißt im Johannesevangelium Kapitel 15, Vers 13, niemand hat größere Liebe, als dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Karfreitag ist ein Tag der Liebe. Berührt dies mein Herz immer wieder neu, was Jesus für mich ausgehalten und getan hat? Und da gibt es einen zweiten Punkt, der mir für diesen heutigen Tag wichtig geworden ist. Jeder Mensch, egal ob er an Gott glaubt oder nicht, kann beten. Jeder Mensch kann in irgendeiner Art und Weise mit Gott in Kontakt treten. Und wir haben es vorhin in diesem Text gelesen, als Jesus gestorben ist, da ist etwas Besonderes passiert. Der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke, von oben bis unten aus. Dieser Vorhang trennte das Heilige im Tempel vom Allerheiligsten. Vermutlich wisst ihr das. Dieser Vorhang trennte quasi den Arbeitsplatz der Priester von dem Ort, wo die Gegenwart Gottes spürbar und erlebbar war, dem Allerheiligsten. Und weil dieser Vorhang zerriss, konnte man plötzlich wie in diesen Ort der Gegenwart Gottes hineinschauen. Diese Trennung, dieser Vorhang war weg. Wenn man gewollt hätte, hätte man hineingehen können. Wenn man gewollt hätte, wenn man will, der Weg ist frei. Durch diesen Tod von Jesus ist quasi wie ein Steg, eine Brücke, ein Übergang geschaffen worden zu Gott. Das ist zutiefst grundlegend für den christlichen Glauben. Aber Menschen, ich muss mich entscheiden, über diese Brücke zu gehen. Und deswegen ist Karfreitag nicht nur ein Tag der Liebe, sondern Karfreitag ist auch ein Tag der Entscheidung. Der Entscheidung, um Vergebung zu bitten für die Schuld, die mich von Gott trennt. Die Entscheidung, das Opfer von Jesus für mich persönlich in
in Anspruch zu nehmen. Die Entscheidung, mein Leben wie Jesus auszuliefern, ihm zu übergeben und für mich bewusst zu machen, dass ich nur durch ihn in diese ursprüngliche, in diese fundamentale, grundlegende Beziehung zu Gott zurückkommen kann. Jesus hat den Weg frei gemacht. Er hat uns quasi wie frei gekauft, hat den Zoll bezahlt. Im 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 6 heißt es, er, Jesus, gab sein Leben, um alle Menschen frei zu kaufen. Und deswegen ist Karfreitag ein Tag der Liebe, aber auch ein Tag der Entscheidung. Aber Karfreitag ist noch etwas ganz anderes. Es gibt ein Leben hinter Karfreitag, es gibt ein Leben hinter dem Kreuz und das ist ganz wesentlich und entscheidend, wenn wir Gottesdienst feiern an diesem Tag. Vermutlich sind an diesem heutigen Tag viele tausende Menschen tief beeindruckt vom Kreuz und vom Leiden und vom Sterben von Jesus. Viele Menschen werden sich die Karfreitagsprozession vom Papst im Fernsehen anschauen. Viele Menschen werden einen Abschnitt aus der Bibel lesen, vielleicht einen Film schauen. Sie sind beeindruckt von diesem Geschehen. Um dann aber nach Karfreitag unbeeindruckt weiter so zu leben wie bisher. Das Kreuz und das Sterben von Jesus ist zentral für den Glauben an ihn. Das Kreuz ist einmalig und das Blut, was Jesus vergossen hat, hat quasi wie unsere Schuld abgewaschen. Und das Kreuz ist auch ein Ort der Entscheidung, richtig. Aber das Kreuz ist nicht das Ende. Es ist erst der Anfang. Das Kreuz ist der Eingang für das Leben als Christ. Wir erhalten Vergebung, wenn wir uns für Jesus entscheiden. Aber das Leben als Christ bezieht seine Kraft aus der Auferstehung von Jesus. 3 Tage danach. Diese Auferstehungskraft muss in unserem Leben wirksam werden. Sonst leben wir aus unserer eigenen Kraft heraus und bleiben bei Karfreitag stehen. Durch diese Auferstehungskraft sind wir befähigt und auch herausgefordert, zum Beispiel anderen Menschen zu vergeben. Und daran scheitern viele Christen. Sie bleiben bei der Vergebung ihrer eigenen Schuld stehen. Aber durch diese Auferstehungskraft werde ich fähig, anderen Menschen zu vergeben? Ich weiß, das ist nicht einfach. Und Vergebung hat immer etwas damit zu tun, dass es um Prozesse geht, um Prozesse des Aussprechens, um Prozesse des Bekennens. Es geht um Prozesse der Heilung. Es geht darum, dass Menschen immer wieder vergeben. 7 mal 70 mal steht in der Bibel. Aber der Schlüssel dafür ist die Auferstehungskraft von Jesus. Ist die Kraft seiner Vergebung, die in uns diese Befähigung erwirkt, anderen Menschen zu vergeben. Es ist der Heilige Geist selber. Wenn wir zum Beispiel diesen Schritt unterlassen, den Heiligen Geist einzuladen und anderen Menschen zu vergeben, dann kann es sein, dass in unserem Leben wie eine bittere Wurzel aufwächst, die unser Leben wie zerfrisst und zernagt. Und wir in der Gefahr stehen, die Gnade Gottes für dieses neue Leben zu versäumen. Das können wir nachlesen im Neuen Testament, im Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 15. Erst die Auferstehung von Jesus bringt mich in diesen Kraftstrom dieses neuen Lebens hinein. Diese Kraft von Gott ist so wichtig, weil damit unsere Identität als ein Kind Gottes wie gestiftet und begründet ist. Diese Woche hat ein Freund von mir eine Nachricht geschrieben und dieser Freund ist im Jahre 2016 an Ostern getauft worden. Und an diesem Tag ist diese Auferstehungskraft in sein Leben hineingekommen. Und seit diesem Tag hat sich so viel verändert und ereignet in seinem Leben. Er konnte denen, die ihn wehgetan haben, vergeben. Er konnte Vergebung selber empfangen und auch aussprechen. Er hat seine Familie, die er über 30 Jahre lang gesucht hat, er ist in einer anderen Familie aufgewachsen, er wurde adoptiert.
diese Familie, diese ursprüngliche Familie hat er wiedergefunden. Er hat seinen Bruder wiedergefunden. Am Tag der Taufe kam dieser Bruder mitten während der Taufe in die Kirche hinein. Er hat eine Frau gefunden. Er hat in diesem Jahr einen Sohn geschenkt bekommen. Er ist innerlich und äußerlich heil geworden. Er ist geheilt worden von Süchten in seinem Leben. Warum? Weil diese Auferstehungskraft von Jesus Christus in sein Leben hineingekommen ist und diesen Umgestaltungsprozess vollzogen hat. Es heißt im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17, gehört jemand zu Jesus Christus, so ist er ein neuer Mensch. Er ist eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und deswegen ist es so wichtig, über Karfreitag hinaus, über Grab und Tod, auf diese Auferstehung, auf diese wirksame Kraft des Heiligen Geistes, sich zu fokussieren. Als Jesus als Auferstandener seinen Jüngern erschienen ist, dann hat er sie neu in den Dienst gerufen. Er gab ihnen den Befehl, bleibt in der Stadt Jerusalem, bis ihr berührt oder durchdrungen seid mit der Kraft aus der Höhe. Das können wir nachlesen im Lukas-Evangelium, Kapitel 24, Vers 49. Jesus meinte Pfingsten. Diese Kraft aus der Höhe, die war selber im Leben von Jesus, in seinem Tod wirksam und hat ihn auferweckt. Und diese gleiche Kraft soll in seinen Jüngern wirksam sein. Und wenn wir mit Jesus leben, dann soll diese Auferstehungskraft auch in unserem Leben wirksam sein. Wir dürfen immer wieder neu darum bitten. Es heißt im Lukas-Evangelium, Kapitel 11, Vers 13, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn darum bitten. Wir brauchen immer wieder neu diese Berührung durch den Geist Gottes. Wir brauchen immer wieder neu das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben, weil es dieser Geist ist, der Menschen aus ihren Gefangenschaften befreit. Weil es genau dieser Geist ist, diese Kraft, die Menschen gesund macht, die zerschlagene Menschen aufrichtet. Es ist dieser Geist, der Menschen befähigt, von Jesus zu erzählen. Es ist dieser Geist, der Menschen befreit von ihren Süchten und Gebundenheiten. Deswegen ist es so wichtig, von dieser Auferstehungskraft auch am Karfreitag zu predigen. Wir sehen heute das Kreuz, aber hinter dem Kreuz geht es entscheidend weiter. Es geht um das Auferstehungsleben von Jesus. Es geht um diese Kraft, die dazu geführt hat, dass neues Leben sich ausbreitet. Und deswegen ist die Frage heute an diesem Tag der Liebe, an diesem Tag der Entscheidung, ob ich mich neu für diese Kraft öffne. Denn Karfreitag ist natürlich ein Tag der Liebe und Karfreitag ist auch ein Tag der Entscheidung, aber 3 Tage nach Karfreitag bricht die Kraft Gottes herein. Deswegen ermutige ich euch, sie, sich neu für diese Kraft heute zu öffnen. Und wenn ihr spürt, dass wenig in dieser Kraft ist, dann ladet diesen Heiligen Geist neu ein. Ich spüre immer so, in manchen Bereichen unseres Landes, in unseren Kirchen, Gemeinden und Vereinen manchmal wenig von dieser Kraft. Auch in meinem Leben spüre ich manchmal diese Kraftlosigkeit und ich möchte und ich will mich neu für diese Kraft öffnen. Und ich habe Sehnsucht danach, dass diese Auferstehungskraft in meinem Leben wirksam ist. Lasst uns darum heute bitten. Und wenn ihr auch diese Sehnsucht habt, wenn ihr diese Sehnsucht habt, dass die Kraft Gottes sich in unserer Gesellschaft ausbreitet, dass sich die Kraft des Reiches Gottes in dieser Gesellschaft an den verschiedensten Punkten zeigt, dann lasst uns heute neu für diese Kraft bitten. Ladet den Heiligen Geist neu ein. Wir sind bedürftig immer wieder neu und deswegen ermutige ich euch, wenn wir jetzt gleich zusammen beten, mit mir dieses Gebet mitzusprechen oder nachzusprechen und den Heiligen Geist einzuladen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Ich danke dir, dass du meine Schuld abgewaschen hast. Ich danke dir, dass durch dich Vergebung in mein Leben gekommen ist. Und Jesus, ich danke dir für dein Gehorsam und für deine Liebe und deine Treue. Aber ich will mich heute an diesem Tag ganz neu für deine Kraft öffnen.
Ich erbitte, dass du kommst, Heiliger Geist, in mein Leben hinein. Komm du mit deiner Auferstehungskraft, Jesus, in mein Leben. Erfülle du mich neu mit dieser Kraft, die Tote lebendig macht. Ich sehne mich danach und ich will mich öffnen für dich und deine Kraft und dein Wirken. Ich will ein Kanal dieser Kraft in meinem Alltag sein. Und ich will als dein Nachfolger, als dein Jünger in dieser Welt unterwegs sein und die Werke tun, die du vorbereitet hast. So komm du mit deiner Kraft in mein Leben hinein. Amen.
Herzliche Einladung zu unseren nächsten Lobpreisabenden. Am 9. Mai wird Frank Döhler aus Dresden predigen. Am 13. Juni wird Dr. Carsten Renzing die Predigt halten. Ob wir diese Lobpreisabende hier in Tauscha stattfinden lassen oder ob wir sie wieder auf YouTube streamen, darüber halten wir euch auf den Laufenden. Über unsere weiteren Veranstaltungen könnt ihr euch gerne auf unserer Webseite informieren. Die Adresse ist www.osch-ev.de. Dort im Medienbereich gibt es auch für die Zeiten, in denen ihr noch zu Hause seid, gute Predigten. Und wir laden euch ein, die euch anzuhören und die weiter zu verbreiten und andere auch einzuladen dazu. Am Ostersonntag wird es eine Predigt geben mit unserem Kollegen Jürgen Werth aus Bautzen. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne am Sonntagmorgen um 9 Uhr wieder einschalten. Sonntag, 9 Uhr, hier wieder mit Jürgen aus Bautzen. Normalerweise gibt es eine Kollekte, die wir am Ausgang einsammeln. Wenn ihr unsere Arbeit gerne unterstützen möchtet, dann findet ihr unten in der Beschreibung dieses Videos eine Bankverbindung oder eine PayPal-Adresse, wo ihr gerne eine Spende hinterlassen könnt. Gerne könnt ihr auch diesen Kanal abonnieren und könnt andere über diese Videos informieren. Ihr könnt gerne die anderen Videos anschauen. Dort werden unsere Dienste und unsere Arbeit vorgestellt. Bis hoffentlich bald, euer Matthias. Vater, wir danken dir für diesen Gottesdienst. Danke, dass du zu uns gesprochen hast. Danke, dass du uns ermutigst und uns stärkst, mit dir gemeinsam unterwegs zu sein. Jesus, wir danken dir für dein Werk, was du am Kreuz für uns getan hast. Danke, dass du dir selbst nicht zu schade warst, um unsere Sünde zu tragen und dafür zu bezahlen. Danke, dass wir mit dir jederzeit einen Neubeginn haben.
Danke, dass du auch mit uns durch diese herausfordernde Zeit gehst. Danke, dass wir von dir abhängig sind, nicht von den Medien und von den Nachrichten um uns herum, sondern dass deine Liebe uns auch hier durchträgt. Danke für deine Gegenwart und dass sie uns umgibt. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Und der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.